so lieben. Wir haben alle Freiheit, die wir wollen. Aber das Einzige, was wir nicht haben, ist die Sprache, unsere Freiheit zu artikulieren. Inside, kaufen, innen. The Revolution to Smash Global Capitalism ist eine Idee, die aus einem Gespräch mit den Yes-Men entstanden ist. Hier drin, in diesen leeren Boxen, das sind zum einen Dokumente, quasi man sieht auch das Kapital von Karl Marx oder von Milton Friedman, ein Buch von Schumpeter über die kreative Wirtschaft, bestimmte Dada-Manifeste. Hier ist quasi der Aktionsteil. Es ist eigentlich eine Vernissage, aber wie so oft oder wie ich es gerne hätte, fangen wir da erst an, wo eben alle anderen aufhören. Das heißt, wir werden bis zum 5. Februar hier drin, möglicherweise jeden Donnerstagnachmittag, kleine Workshops machen. Und dann am 3. 4. Februar gibt es nochmal mit den Yes Men und Reverend Billy einen Workshop. Und danach sollte dieses Teil hier gefüllt sein. Sollten wir eine Art Think Tank eröffnet haben, um die Revolution zu starten oder wenigstens ein bisschen weiter voranzutreiben. Also eigentlich ist das zwar die Eröffnung der Ausstellung, aber sie ist gar noch nicht, also sie ist noch nicht fertig. Ergo, wir fangen jetzt erst an. Nicht mehr Revolution sein, Revolution haben. Das, darum geht es. Mehr, man kann alles haben. Und alles, und weil man das haben kann, kann man es auch verkaufen. Für 99 Franken. They say they want to abolish capitalism, but then they want to sell me something. Yes, we buy. Also je mehr Leute unsere Kids kaufen wollen. Da war der Krieg mit. Ah ja. Ja, das ist okkupiert. Das sind alles Anregungen und Gedankenspielchen. Ab wie viel Jahre ist es frei, Kate? Revolution Starter Kit. Ab 16. Das ist okkupiert. Das sind alles Anregungen und Gedankenspielchen. Eine Spraydose. Ja. Ein Cuttermesser. Eine ausgewaschene Saftflasche mit einem Tampon darin. Und Schriften. Hast du vor, das zu kaufen? Ich eigentlich persönlich schon, ja. Ich finde es eine coole Idee. Flasche mit dem Tampon innen. Tampon innen, das ist recht cool. Das ideale Weihnachtsgeschenk. Ich weiß noch nicht, ob mein Großvater so Freude daran hat. Aber ist er so ein Revolution? Ja, vielleicht ein Versteckter. Ja. Wenn dann der Advanced-Teil rauskommt, also das Demokratie-Set mit Schlagstock und Pepperspray, schlagst du ihn auch wieder zu? Oder? Ja, Schlagstock, ich weiß nicht. Warum verschenken wir den nicht, wenn wir wirklich an die Idee glauben? Aber es geht natürlich darum, durch das Kaufen an sich, die Tätigkeit des Kaufens wird zum Todesstoß des Kapitalismus an sich, verstehst du? Und ja, darin die Absurdität in dieser Aktion ist ja gerade das Großartige daran. Deshalb Starter, Kit, Kaufen, Kapitalismus kaputt machen. Und wenn Sie da auch vor dem Cabaret Voltaire campen, das finden wir natürlich prächtig. Ich meine, die Leute campen ja auch vor dem iStore und das finden wir ja dann auch prächtig. Und natürlich gilt immer zu beachten, wir sind eine Künstlergruppe. Selbstverständlich. Es gibt weitere Päckchen, die in Planung sind. Allerdings zum genauen Inhalt dieser Päckchen können wir uns jetzt derzeit noch nicht äußern, sonst würden wir eventuell Dinge sagen, die einfach nicht stimmen.